Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022 zusammen mit mir. Ich bin der Dennis, spielt das. Wir stehen hier mit unserem Intercity in Mainz Hauptbahnhof und haben die ehrenvolle Aufgabe, diesen bis nach Koblenz zu fahren. Und, hier die Fahrgastleitung an 2010, bitte kommen. 2010 hört. Du fährst in 2010 Lorelei heute ganz passend durch das Rheintal vorbei an der Lorelei. In Koblenz wirst du dann abgelöst. Gute Fahrt. Alles klar, vielen Dank. Und zwar ist das der neue Intercity-Mod von 3D-Zug für 29,95 bei 3D-Zug seit gestern erhältlich. Und zusätzlich zu diesem DLC wurden auch noch einige Szenarien von 3D-Zug genau mit diesem Intercity mitgeliefert oder werden mitgeliefert für die Strecke Frankfurt-Koblenz und ich habe mir jetzt einfach mal eins rausgepickt, um mit euch einfach mal ein kleines Szenario zu fahren. Und hinten dran ist unsere 101 von DTG, aber das spielt jetzt glaube ich nicht ganz so eine große Rolle. Hüpfen wir mal rein in den Steuerwagen, würde ich sagen. Machen wir uns noch ein bisschen Licht. So. Vorne dürfen wir Licht haben. Spitzenlicht, aber sicher doch. Ja, dann würde ich sagen, warten wir, bis wir abfahren können. Zu unserem ersten Halt Bingen Hauptbahnhof. Dann vorbei an Oppard bis nach Koblenz, den wir um 9.42 Uhr erreichen werden, wenn alles gut geht. So. Türen gehen zu. Wir lösen die Bremsen. Auf geht's. Eigentlich. So, auf geht's. Oh, wir müssen zu schnell. So sieht das schon viel besser aus. Meine Damen und Herren, wir begrüßen alle in Mainz Hauptbahnhof Zugestiegenen im Intercity 2010 Lorelei auf der Fahrt nach Berlin Ostbahnhof über Bingen, Koblenz, Andernach, Remagen, Bonn und Köln Hauptbahnhof. Der nächste Halt ist Bingen am Rhein Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, wie gewohnt, sehr schöne Ansagen von oder bei 3D-Zug. 100. So, dann dürfen wir auch gleich schon auf 160 beschleunigen.
So, dann wollen wir mal. Wunderbar, wunderbar. Erste Station, Biggenhop Bahnhof. Ein sehr schönes, ruhiges Fahrgefühl. Es ist sehr, sehr ruhig und im Steuerwagen. Man hört jetzt hier zwar ein bisschen die DTG 101, aber ich denke, das stört nicht allzu sehr. Aber der Steuerwagen an sich ist schön ruhig, also genau so, wie es sein muss. Was mich jetzt noch interessieren würde, kann man hier. Wunderschön. Wunderschön. Es geht also auch perfekt. So, Bingen ist dann auch nicht mal allzu weit weg, 20 Kilometer noch. Wie gesagt, das ganze Szenario stammt von 3D-Zug, nennt sich Intercity Mod IC 2010 Lorelei.
So, mal ein bisschen abschalten hier. Hundertfünfzig haben wir. So, ich glaube, Großbremsen braucht man nicht. Das schafft der Rollwiderstand von ganz alleine. Zack. Wunderschön, der Sonnenaufgang. Ach ja, das habe ich ja noch gar nicht getestet. Ist Fenster los? Scheinbar nicht. Eigentlich schade. Das ist schade. Aber naja. Vielleicht wird er ja noch ein bisschen dran gefixt und vielleicht kommt da ja noch ein Update raus. Man weiß ja nie. Dann wollen wir wieder ein bisschen Leistung bringen hier. 160 dürfen wir wieder. Beziehungsweise, nee, bleiben wir bei 150. So, das ist auch wieder hergestellt. So, jetzt aber. So, dann mal den. Oh, das ist doch eine schöne Ansicht, oder? Wahnsinn. Wunderschön. Das hatte ich so auch noch nicht erlebt. Tja, geil. Mega, also was eine schöne Ansicht. Machen wir doch glatt mal ein Foto von. Der Fahrradabteil, ja wunderbar. Geil, Omar. Absolut geil. Wie gesagt, Vollbegeber. So, in Kürze erreichen wir dann Bingen Hauptbahnhof. Einigermaßen pünktlich, würde ich sagen.
Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Bingen-Rhein-Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung rechts. Sie haben Anschluss an den Regionalexpress der Linie RE17 nach Koblenz Hauptbahnhof mit Halten in Oberwesel und Boppard. Planmäßige Abfahrt ist 9.13 Uhr von Gleis 202 sowie an die Regionalbahn der Linie RB26 nach Köln-Messe-Deutz über Koblenz. Planmäßige Abfahrt ist 9.39 Uhr von Gleis 103 am gleichen Bahnsteig. Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns von allen, die in Bingen aus- oder umsteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. So, Ankunft in Bingen. Wunderbar. So, wunderbar. So, dass hier Bäume mitten auf dem Bahnsteig wachsen, das ist mir jetzt auch neu. Aber ist halt so, ne? So, hier wächst generell irgendwie viel Grün, wenn man das hier mal so sieht, aber der Baum hier mitten auf dem Bahnsteig, der ist mir schon irgendwie suspekt. Weiß ich nicht, ob das so richtig ist oder ob das ein Bug ist. Naja. So, wir haben Abfahrt um 9.07 Uhr. Steht hier eigentlich dran? Tübingen, Stuttgart, Hannover, Berlin, Ostbahnhof. Ja, dieser Zug fährt aber nur bis Köln. Tübingen stimmt, aber Köln, Berlin, naja. So, wir lösen die Bremse. Und? Schalten auf.
So, 120. Nächste Station, Koblenz. Unsere heutige Endstation. Wunderschöne Gegend, wunderschöne Landschaft. So, hier sind die Geschwindigkeiten natürlich ein bisschen gedrosselt. Logisch. So, 120, das passt soweit. Entschuldigung. So, sehr viele Hamsterbacken hier unterwegs auf der Strecke. Oh, schaut euch das an. Ein wunderschönes Schiff. Bisschen undicht, aber naja. Doch, ein sehr schöner Pott. Wunderbar. Sogar mit Treppe. Doch, gefällt mir. So, nichtsdestotrotz müssen wir uns wieder unserem Zug widmen. Auch wenn das schön ist. So, als nächstes fahren wir dann über Boppard. Schön hier so am Wasser vorbei. Doch eine sehr schöne Bahnstrecke, muss man wirklich sagen. Hier hinten das Tal, dazwischen der See und dann diese wunderschöne Bahnstrecke hier. Und zu unserer Linken die Berge. Und obendrein der Sonnenaufgang. Ein wunderschönes Bild. Das muss man einfach wirklich so sagen. So, nur 30. Diese Neigung, diese Kurvenneigung ist auch wunderbar. Gefällt mir. Also insgesamt gefällt mir der Steuerwagen sehr. So, immer ein bisschen aufschalten hier. Und gleich wieder 120.
Ja, ist ein bisschen auf und ab hier. So, und vom Babbat nach Koblenz sind es da circa noch 19 Kilometer. Und ich denke, da werden im Laufe der Zeit noch mehr Szenarien kommen im Zusammenhang mit diesem IC-Mod. Und darauf freue ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es werden bestimmt schöne Szenarien. Aber von 3D-Zug sollten ja noch so einige kommen. Ich sage nur ICE3 zum Beispiel, glaube ich auch schon mal im Gespräch gewesen. 3D-Zug macht eigentlich immer sehr gute Arbeit. Siehe ICE4, siehe ICE1. Von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, wenn der ICE3 auch mal rauskommt, dass der mit Sicherheit genauso schön wird. Fahrdienstleitung an 2010, bitte kommen. Ja, 2010 hört. Zug ist hier nach dem Loreley-Felsen benannt, an dem du gleich vorbeifahren wirst. Genieße den besonderen Moment. Ja, ich weiß, ist wirklich nicht mehr weit. Oh, ihr habt's gehört. Ja, und jetzt hier ein ICE3 vorbeikommt, entgegenkommt. Wir werden gleich den Loreley-Felsen passieren. Ich hoffe, ich kriege das mit, dass ich euch das zeigen kann. So, 130, dann gleich 140. Wunderbar. Also ich hoffe, ich komme jetzt da gleich, dass wir da gleich vorbeikommen, dass ich das auch mitbekomme. Weil das möchte ich euch doch schon ganz gerne zeigen. Vielleicht gibt es ja auch einen kleinen Hinweis, das wäre natürlich schön. So, 140. Also bisher habe ich noch keinen Felsen gesehen, muss ich ehrlich sagen. So, 100. Wunderschöne Gegend. Wunderschön.
So, 90. Aber den Felsen habe ich immer noch nicht gesehen. Könnte das der Felsen sein? Sieht so aus. Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. So, stockfinster. Oder ist es der? Wobei, nee, das sieht nicht nach einem Felsen aus. Also, wenn ich ihn verpasst habe, habe ich ihn verpasst, aber ich habe ihn nicht gesehen, ehrlich gesagt. Wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, auch gern wann, bei welcher Minute. So, Tunnel nach. Ihr wisst, was ich meine. So, können wir wieder ein bisschen aufschalten hier. Übrigens, die Leistung aufschalten und bremsen. Nur das Bremsen ist mit dem Steuer. Also falls jemand von euch mit dem Controller spielt, man kann nicht mit dem Controller aufschalten. Also das ist nicht möglich. Man kann zwar mit dem Controller bremsen, aber man kann nicht aufschalten. Warum auch immer. So, Bob hat noch 13 Kilometer, dann haben wir das auch passiert. Und dann sind es noch 19, gut 19 Kilometer bis Koblenz.
wenn man sich hier mal so umsieht, ist das schon ein sehr, sehr schöner Hintergrund. Ein sehr schönes, ruhiges Szenario zum Eingewöhnen, zum Kennenlernen des Steuerwagens. So, 100 ist ja fast soweit. So, 130. So, 5,5. So, Geschwindigkeit passt soweit.
So, Überfahrt Boppard in 1,5 Kilometer. Und dann sind es noch 19 bis Koblenz. So. Plätschert jetzt gerade so ein bisschen vor sich hin das Szenario, aber ist das halt. So, können wir endlich mal wieder ein bisschen aufschalten hier. Ist das eigentlich eine typische Fernverkehrsstrecke hier, die wir hier jetzt befahren, oder ist das jetzt mehr so fiktiv? Würde mich mal interessieren, weil ja hier vermehrt Hamsterbacken und Güterzüge fahren. Deswegen würde mich mal interessieren, ob jetzt hier wirklich mehr vermehrt Fernverkehr fährt auf dieser Strecke. So, Koblenz steht dann auch unmittelbar bevor, in gut 14 Kilometern. Guck jetzt mal auf den Timer, ja gut, eine Dreiviertelstunde, da war jetzt um. Ich denke mal, eine Viertelstunde fahren wir noch. Wobei man die Standzeit ja immer mit abziehen muss. Die darf man ja nicht mit einbeziehen. Also von der reinen Fahrzeit her würde ich jetzt sagen, also tippen 40 Minuten, 35, 40 Minuten.
ist das eigentlich für ein Knopf? Hab gar nicht geguckt. Türsteuerung. Ah. So, kann man sogar die Tür noch selber steuern. Das ist ja sehr schön. Und sehr viele Hamsterbacken hier unterwegs. Schon wieder eine. Einzig Blöde ist, dass man hier die Geschwindigkeit nicht so wirklich halten kann. Entweder man wird zu schnell oder man wird dann zu langsam. Versuchen wir das mal so, auf Fahrt. So, das ist allemal eine wunderschöne Gegend. Die Sonne, die sich da drin spiegelt, einfach traumhaft. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Koblenz Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung rechts. Dort haben Sie Anschluss an die Regionalbahn der Linie RB23 nach Mayen-Ost. Planmäßige Abfahrt ist 9.52 Uhr von Gleis 5. An die Regionalbahn der Linie RB10 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Niederlahnstein, Oberlahnstein. St. Gorshausen, planmäßige Abfahrt ist 9.52 Uhr von Gleis 8. An den Regionalexpress der Linie RE1 nach Mannheim Hauptbahnhof über Trier, planmäßige Abfahrt ist 10.06 Uhr von Gleis 9. Sowie an den Regionalexpress der Linie RE11 nach Luxemburg über Trier, das ist der gleiche Zug, planmäßige Abfahrt ebenfalls 10.06 Uhr von Gleis 9. Des Weiteren haben Sie noch Anschluss an die RB10 nach Neuwied. Planmäßige Abfahrt ist 10.08 Uhr von Gleis 5. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, damit
Hätten wir es dann geschafft mit der Ankunft in Koblenz Hauptbahnhof? Ein schönes, ruhiges Szenario mit einem wunderschönen Steuerwagen, insgesamt einem sehr schönen IC-Verband. Wie gesagt, den gibt es seit gestern zu kaufen bei 3D-Zug für 29,95, nennt sich IC-Mod. Und diese Szenarien hier, die werden mit dem Kauf des Steuerwagens bzw. des ganzen IC-Verbandes mitgeliefert, sind mit drin enthalten. Und ich finde das eine sehr schöne Sache, während wir hier nicht zu schnell anhalten sollten. Na, ein bisschen können wir noch. Ein bisschen können wir noch. Wir wollen ja die ganze Länge des Bahnsteigs ausnutzen. So, das war's. Mit diesem wunderschönen Szenario und mit diesem wunderschönen IC. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, eure Meinung zu dem IC-Steuerwagen in die Kommentare zu schreiben. Mich würde auch interessieren, ob ihr ihn euch zulegt oder nicht. Pro und Contra, schreibt es gerne in die Kommentare, tut euch aus. Würde mich sehr interessieren. Meine Meinung kennt ihr. Und ja, ihr hört mich dann in einem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Denny spielt das. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Bye. Bye.